Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus, der Pikachu spielen wollte, aber guckt euch das Team an, ist ein bisschen angriffslastig, da dachte ich mir, nehmen wir ein bisschen Damage mit, dürfen wir laufen. Er hatte gerade genau dasselbe Problem wie ich, das hast du genau gesehen. So. Kacke. Habe ich absnacken können? War das so mega wichtig? Weiß nicht. Was ist da unten passiert? Was genau ist unten passiert, dass ein Trassler durchpusht? Was ist hier gerade passiert? Du stirbst. Sehr gut. Währenddessen können aber die Bienen anfangen, was halt auch mega. Imperfekte Mante ist. Ist okay. Wir wollen uns beide entwickeln. Darum benutze ich jetzt mal ganz kurz keine Skills. Wer es kriegt, kriegt's. Eevee sauer. Assi Weste. Zwei Sekunden. Okay, wer braucht zwei Sekunden, wenn er auch einfach gewinnen kann? Turnus Anflug! Ich habe keine Ahnung, welches Set ich habe. Das war daneben. Das heißt Eevee sauer. Da solltest du vermutlich nicht hin. Zurück, 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 zurück. Ja, du bist so. Oh! Okay, hol du dir die Bären. Nice. Das heißt, sie kriegen jetzt auch die Bienen. Nee, nicht beide hoch. Ja, Froschi hat es bemerkt, sehr gut. Unten könnte Gefahr sein. Bist du gefroren, muss man dir helfen. Die haben ja gar keinen Damage. Und ist alt. Und er konnte sich sogar heilen. Katze! Du musst schon mitspielen! Es hat jetzt schon keinen Sinn mehr. Es hat jetzt schon keinen Sinn mehr. Das ist halt so mega dumm. Hauptsache alle sterben. Cool absnacken. Ich will bei beiden Seiten nicht sein. Der eine, da ist ein Blättersturm, da ist eine Aurora Veil. Alle sterben. Und wieder ist jemand halt einfach nicht dabei. Versteht ihr, die machen Gruppe Aua? Und du nicht helfen? Verstehen du Problem? Nein, nicht, komm her! Nee, komm halt zurück! Das ist unglaublich. Immer ein Einlandboot. Von uns zwei. Aber hey, was soll's? Au, au, au. Du musst das Rotor aufhalten, bitte sei so. Alles umsonst. Alles.
Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Es ist halt wieder koordiniert wie so ein Affenstall. Das Interessante ist, bei den Gegnern funktioniert es. Ich weiß nicht, warum es bei den Gegnern immer funktioniert. Das Schlimmste ist, es ist nicht mal unmöglich, dass ich einen fucking Eos Cookie dabei habe. Bisa, du hast halt da alleine nichts verloren. Ist dir aufgefallen, gebracht hat's nichts. Ja, super. Da war noch zu viel KP. Bisa hält den Vogel auf. Nein, nicht anfangen lassen, Gardevoir, seid ihr dumm? Wie blöd muss man sein? Er hat es jetzt bekommen. Wenn es so weitergeht, nicht wir! Natürlich nicht wir. Natürlich nicht! Whee! Ich bin tot. Wieso ist er so schön? Also, Kinder, pass mal auf. Wenn ihr wisst, da ist unter anderem ein Gardevoir oder andere starke Ranged Attacker, dann macht die tot, bevor ihr Dreadnought oder irgendwas anfängt. Bei Zapdos genau das gleiche Problem. Die snacken es euch ab. Und das könnt ihr nicht wissen, darum sage ich euch das. Das ist schlecht. Und da gehen wir nicht rein. Weil... Und ihr holt es mit mir. Das ist schlecht. Und die werden beide sterben. Währenddessen stirbt dieser Floor unten, weil er wieder irgendwo ist, wo er gar keinen Schutz erfährt. Und wenn ich das weiß, da ist kein Tor. Und normalerweise hält Bisa gut was aus, ja. Vor allem, weil er da die Sterbe nicht selbst spielt. Aber ihr seht, er stirbt trotzdem. Warum? Er ist alleine. Und man könnte jetzt sagen, dann lauf ihm doch hinterher und hilf ihm. Dann sterbe ich mit. Dauernd pushen ist nicht perfekt. Jetzt hat es gerade geklappt. Es ist möglich, dass sie dafür sterben. Bisa kommt raus. Lucario bleibt aber drin. Der hat seinen Einsatz verpasst, blieb drin und starb. Auch. Währenddessen, ich weiß nicht, wie man guckt. Aber es kann sein, dass ich der einzige Level 13 habe. Wie guckt man denn? Da. Unser Zeraora ist Level 15. Das weiß ich nicht, was er macht. Aber die beiden Bottomlaner, die nur reinrennen und sterben, sind Level 11. Man merkt einen Unterschied. Und was machen sie jetzt? Reinrennen und sterben? Das ist ja mal was ganz Neues, ist das. Wir müssen jetzt mal nicht angreifen. Nein! Ja, gut. Wenn du meinst, das lohnt sich. Währenddessen in der Heldenhöhle sind schon zwei. Dieser Sorge ihn killt. Ja, Buddy Barrier, um ihn zu retten. Jetzt sterbe ich dafür gleich. Weißt du, jetzt schon wieder alle tot. Das gibt es halt nicht. Es sind schon wieder alle tot. Ja, komm, macht was ihr wollt. Ich hole mir MVP. Ich meine, wenn die jetzt umbringen, ohne dass sie abgeben, besteht noch eine Chance. Ja, der wird 100 abgeben. Weil ich habe nichts mehr zum Wegstoßen. Du bleibst mal schön bei uns, ja? Dass du uns keinen Ärger mehr machst. Die Frage ist, haben wir mehr abgegeben? Ihr haltet dann selber auf. Ich bleib einfach hier. Zur Not habe ich Surfer. Ja, eine halbe Minute bis zu deren Tor. Ja, ich verstehe es. Wenn wir weniger Punkte haben, muss man das jetzt tun. Aber das Problem ist, so ein Fiaro, wenn es nicht blöd wäre, würde es einfach durchkommen.
Jetzt muss ich allein defenden gegen mehrere. Deswegen bleibe ich im Tor. Haben wir mehr Punkte? Weil die nach Zapdos tatsächlich alle gekillt haben. Ja! Muss halt immer so anstrengend und koordiniert sein. Warum stirbt mein Team eigentlich immer komplett weg an wichtigen Punkten? Das muss ja meine Schuld sein. Aber wie? Normalerweise renne ich ja jetzt auch nicht weg wie in dem Kampf und sag, fickt euch. Ich verstehe es nicht. Egal. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Terminus raus.